Herzlich willkommen zu meiner Folgekarte in so, wie nicht, aber genau auf dem Marsch. Wir tanken gerade Diesel für unsere Heutrocknung. Der Gras wird gerade reingefahren, ich fällt mit 21. Ja, ich habe uns einen Anhänger gekauft. Später werden wir noch entsprechend ausbauen, uns einherstellen und auch gut verkaufen, aber aktuell müssen wir uns kaufen. Das ist ein kleiner Tankwagen, das reicht aus, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, aber der ist rein für Diesel gedacht. Deswegen ist er auch die Farbe entsprechend. Ich denke mal, dass er ungefähr hinkommt. Er hat zwar einen dicken Schlauch dran, aber gut, wir machen damit Dieselfahren. Ja, Diesel für die Heutrocknung. Weil er hat mich mal regeln gesagt, gerade jetzt, wo es trocken ist, wo es fertig ist, können wir das Risiko, ne? Zumindest trocken. Das ist mir doch zu riskant. Wir brauchen Heu für unsere Lokale und für die Kühe. Wir können die Heu auch so geben. Da hätten wir die beiden Sachen zusammen, also Heu, die Lase und Stroh kriegen wir noch mehr. Das ist schon noch nicht so weit, aber es kommt ja bald, auf jeden Fall. So, voll haben wir 7000, das geht ja fast billig, fast günstig getankt. Mal Deckel zumachen, da hätten wir verkaufen können. Ob das was gebracht hätte, ist eine Frage. Ne, ob das noch Sinn machen würde, wir fahren gefahren. Ne, also hier. Ne, mal hier. Blink, blink. Dann Richtung Hof. Damit wir arbeiten können. So, hier, das müsste eigentlich auch laufen. Holz wird noch nicht, ja, scharf jetzt zur Zeit nicht, also kann ich keinen Verein stellen, ne? Angestellten, ne, machen wir mit dem Holz, ne? Wir müssen mal sehen, dass wir unsere anderen Dinge immer hinkriegen. So, hier, das läuft, hoffe ich jedenfalls. Bisher kommt keine Meldung. Dünger, der streut noch hier. Hier ist der nächste, der steht und wartet. Na gut, kein Thema. Deswegen läuft der Kurs hier nicht lang vom Autoplay. Vom Kursplay. Weil dann hätten wir ein Problemchen. Weil hier lang fahren und dann müssen wir ein bisschen tun, ne? So, wenn wir gleich die Tiere versorgen. In erster Linie mit Mischfutter. Na, das kippen wir hier so rein, das ist ja so praktisch, ne? Na ja, gut. Da würde ich mir vorstellen, dass es wieder so wie 17 ist und Schlauch irgendwo hingeht und dann geht's darin, ne? Aber geht ziemlich schnell. Gut. Diesel ist nicht so gefährlich wie Benzin. Benzin wäre ein bisschen riskant. Kommen wir da durch. Dabei, ja. Gerade so. Ja, das wird zu sehen optisch, was drin ist. Wo parken wir die hier ein? Na, wir haben eine große Durchfahrhalle, da haben wir genug Platz. Einfach irgendwo rein, wo Platz frei ist. Alles andere ist sowieso. Ne, alles klappt dafür garantiert nicht. Jetzt werden wir den gleich einfach mal hier hinstellen und dann. Ja, jetzt werden wir entsprechend schnell unser Futter den Tieren geben und natürlich auch Wasser. Machen wir gleich Wasser. Putzen wir gleich die Schweine. Wir haben Sauerei gemacht hier. Kühe machen sowas nicht. Aber die Schweine. Die Folge davor war etwas zu lang. Naja, kann passieren. Wenn man voll dabei ist, ne? So, gleich mal putzen hier. Hier wird gelaufen. Laufschritt. Ja. Meine Sauerei. Und auf geht's, putzen. Einzig Gute ist, dass wir gleich wieder entsprechend
reinkippen können. Ja, das ist ja auch noch Schweinefutter, ne? So, kippen wir aus. Fahren wir zurück. Geben wir gleich Wasser. Müsste bald. Nachwuchs geben normalerweise, das sind Kühe auch gleich Wasser. Und wie kann man sehen, das Gras geht weg, weil die Kühe fressen das nämlich. Wie fein. Aber in größeren Bereich irgendwie. Warum dazu ist, keine Ahnung. So. Kriegen die Schweine gleich ihr Futter und gleich wieder Futter holen. Wenn nicht mit drin ist, kann sein, aber Schweine brauchen nicht viel. See, rückwärts fahren. Reicht sogar. Ah, wird nicht reichen. Wird nicht drin sein im Lager. Kaufen hier mal ein bisschen was. Später, ja, wenn wir das alles haben, können wir ja Futter auch herstellen, ne? Können wir alles. 5000 müssen aber mal so ausreichend sein. Oh, fast getroffen. Wenn es ein bisschen zu viel ist, ist auch nicht so tragisch. Und wenn es zu wenig ist, naja, gut. Dann holen wir halt noch was nach, ne? Und wenn es nur ein bisschen ist. Dann holen wir gleich Mischfutter. Das brauchen wir auch noch. So. Wenn wir ja Stroh haben, dann können wir da Stroh geben und dann können wir den Mist und die Gülle jetzt zum Dünger machen. Da ist einer da, ein fleißiger Arbeiter. So. Tut. Brauchen wir nicht. Jetzt fühlen sich die Kühe nicht gestört. So. Rückwärts ran. Da können wir gleich was holen, das reicht so nicht. So. Innenansicht ist ein bisschen besser. Da war der Ton vom Traktor ein bisschen besser zu kontrollieren. Wir haben noch eine Wiese zu machen, zum Sammeln. Und dann können wir gleich die Wiese, die wir gerade einsammeln, düngen. So machen wir alles so nach und nach. Das ist jetzt unsere Mischfutterfabrik. 190.000. Das lässt sich auch ganz gut verkaufen, aber ich sag mal, nicht unbedingt. Das veredeln wir lieber, ne? Zu Kuh und mehr Kuh. Müsste eigentlich noch Kühe kaufen, aber aktuell, wenn wir eine Ernte was rauskriegen, ne? Oder wir werden gleich einen zweiten Stall nehmen. Ich weiß auch nicht genau. Einer ist fertig. Das könnte unser Düngerfahrzeug sein. Futter! So, was machen eigentlich unsere Tiere? Wie sieht's eigentlich aus?
Der Regen ist ja leider hier mehr Regen, ne? Na, jetzt ist auch gut für Mais, ne? Das heißt, jetzt wird es auch keimen. So. Schweinestall. 100% Sauberkeit, das ist gut. Futter ist voll. Super. Gülle 95.000. Wir werden anfangen. So, 0,1, das ist bald soweit. Dann werden die Tiere hier unten auftauchen. Weiß ich, mit 20 Kilo oder 30 Kilo, keine Ahnung. Die will ich noch einen extra Stall reinbringen. So, Kühe genau das gleiche. Futter ist voll. Beziehungsweise noch nicht voll. Sauberkeit passt, Wasser auch. Gras. Die Rinder dauern noch ein bisschen. So, wieder runter machen. Und hoch noch was. Weil Futter reicht zwar für 2 Tage, aber man weiß ja nie, wann man abgeleckt wird, ne, von irgendwelchen Ereignissen, ne. So wie hier zum Beispiel, hier Maximum ne, erreicht, ja. Kommt man zu nichts, ne. Brauche hier einen Platzwart und Stallmeister. Und. Da haben wir nicht. Arbeit auslagern so ungefähr. So. So, kann man sehen, ungefähr was man Futter braucht, ne? Das ist schon viel. Aber stellen wir jetzt her, ja, das ist ja kein Thema. Die Lage haben wir. Heu haben wir jetzt nachher. Und Strom mache ich mir weniger Gedanken. Das geht mir, kriegen wir so viel das zusammen nachher. Ups. Ganz wild gefahren wieder. Und abkippen. Das ist Folge Nummer 5 heute. Die ich aufnehme. Das heißt, noch 2 Folgen heute. Die anderen 7 habe ich gestern fertig gemacht. Wollte erst 14 am Stück machen, aber ich sagte, nee, so spät. Mach's doch nicht. Aber ich habe dich schon hochgeladen. Und bearbeitet. Ich hoffe, dass das Bild besser zu erkennen ist. Und man das entsprechend erkennen kann, dass es das und das ist. Es geht noch ein bisschen besser, weiß ich. Aber mal sehen, wie ich hinkriege. Das andere Programm macht leider das nicht so gut dafür. Mit der Auflösung hier. 2K macht er nicht, der Bruder. Und weiter macht es zu schlecht. Geht nicht. So. Kühe. Also wir können auch Kühe hier direkt kaufen. Also dass wir die 100 voll machen, ne? Mal 100 Kühe kaufen. Eigentlich würde ich ja das nicht so machen, weil das bisschen so Holstein, weil das bisschen, naja, Gebühr ist mit dem Augenblick egal, aber also wir haben eigentlich genau 69, glaube ich, das heißt 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19, 20, ja, machen wir noch 31, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Verstecken. Normalerweise fahrt ihr mit LKW, aber es ist dem Falle. Es ist zeitlich bald nicht machbar. So. Na. Ein zu viel, egal. Also die Kühe, die oben sind, das sind die älteren. Gesundheit. Natürlich fehlt jetzt hier Wasser und Futter, ne? Die oberen sind, das sind die älteren, die 514. Und die unteren, naja gut. Aber das Futter wird reichen, trotzdem.
Wasser geben wir trotzdem noch rein. So, gut. Wer ist fertig? Wer ist fertig? Was wir machen könnten, wir könnten ein Zweithof machen. Immer lassen. Sonst können wir nichts tun. Zweithof mache ich damit, dass wir eine. Ja, ich trottel, ich hätte doch einen Tag schon Hof gehabt, ne? Ja, gut. Hätten wir gar nicht so Tankstelle fahren müssen. Hier haben wir einen am Hof. Oh. Gut. Nicht so schlimm. Das können wir den mal gleich reinschieben, die Brüder hier, die 3, die 5. Dann müssen wir auch noch ein bisschen Geld kriegen hier. Ja, da kommen wir gleich hinterher. Also die Wiese, die jetzt gedüngt ist, muss man gleich gucken, ob das ausreichend ist. Von ja, ist voll gedüngt. Das heißt, sobald wir das Gras gesammelt haben, die 21 müsste eigentlich geflügt werden. Pflügen macht, glaube ich, 10%, ne? Felder kaufen, Silage, Stroh. Dünger. Hilfe. Messgerät. Finde ich es nicht, aber irgendwie ist das sowas drin gewesen. Pflügen macht hier einen gewissen Prozentsatz aus. Dünger, Dünger, Dünger. Schweine generell, Tiere, Kühe. Pflügen macht Bonus. Also Kalk macht 50% aus, Düngen macht G25 und Pflügen macht 15% aus. Jo. Gut, lassen wir mal Gras einsammeln, dann können wir noch pflügen, ne? Stellen wir hier mal so hin hier. Weil wenn wir auf jeden Fall düngen müssen. Düngen auf jeden Fall. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein, für heute Folge. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Man hört und sieht uns vielleicht zur nächsten Folge. Seid mal Tschüss und wir gewinnen. Ciao.